Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es eine Challenge hier auf meinem Kanal geben. Und zwar wurde ich gefragt von Pantene Pro-V, ob ich eine neue Pflegeserie testen möchte. Und deshalb hier oben das Logo. Ihr wisst, ich stehe immer für Ehrlichkeit und Transparenz auf meinem Kanal. Ist mir super wichtig. Also nur schon mal so viel dazu. Es hat mich sehr interessiert, was sie versprechen. Und ich wollte wissen, ob sie das auch halten können. Ich habe mich natürlich mit dem Thema beschäftigt, habe mir alles durchgelesen. Und sie haben eine neue Technologie entwickelt, die mich echt neugierig gemacht hat. Und deshalb habe ich zugesagt. Ich konnte das ganze Video natürlich nicht so toll umsetzen wie die liebe Palina. Die Möglichkeiten hatte ich nicht. Also ich habe hier zu Hause keinen Windkanal zum Beispiel. Aber sie hat es wirklich großartig gemacht. Falls ihr jetzt nicht wisst, von wem ich rede von der lieben Palina. Sie ist das Gesicht von Pantene Pro-V und sie hat dazu auch ein Video gemacht. Sie hat quasi auch diese Challenge angetreten. Sie wollte diese Herausforderung annehmen. Das Video dazu, das setze ich euch mal unten in die Infobox. Keine Sorge, ich verdiene damit kein Geld. Schaut es euch aber sehr, sehr gerne mal an. Ja, und ich habe eben auch mein Bestes gegeben. Ich habe meine Haare wirklich total in die Kur genommen sozusagen und ja, das könnt ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Ich erzähle euch auch ein bisschen was vom Produkt, das zeige ich euch auch direkt mal. Und zwar sieht es so aus, ich habe mich für die Serie glatt und seidig eben entschieden. Das ist das Shampoo und das ist eben die Spülung und es ist für widerspenstiges Haar. Ja, habe ich. Ich habe sehr, sehr dickes Haar und ich habe sehr langes Haar, ihr seht es ja gerade. Es ist tatsächlich mein eigenes Haar. Nein, ich habe keine Extensions. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß, warum ich da jetzt nochmal explizit drauf eingehe. Und ja, meine Haare haben die Herausforderung angenommen. Schaut euch das sehr, sehr gerne jetzt mal an. Wir sehen uns im Anschluss nochmal und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Natürlich geht's für mich erstmal unter die Dusche, damit ich meine Haare waschen kann. Hier habe ich jetzt das Pflegeshampoo. Das schützt mein Haar vor Luftfeuchtigkeit und es macht es leichter frisierbar. Zudem kommt dazu, dass es auch meinen Friss kontrolliert und es pflegt trockenes und sprödes Haar. Danach verwende ich dann die Pflegespülung. Diese enthält Histidin, das ist eine natürliche Aminosäure, Bestandteil der Haarfaser und die dringt daher besonders tief in den Haarkern ein. Somit wird die Haarfaser von innen gestärkt, es glättet Risse an der Haaroberfläche und es reduziert schädliche Umwelteinflüsse. Danach lasse ich meine Haare an der Luft trocknen. Hier jetzt mal der Extremfall auf der Terrasse. So sehen jetzt meine Haare aus. Ihr könnt schon sehen, sie sind schon fast trocken. Ich mache mir dann noch einen Zopf. Und ja, hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Meine Haare sind trocken, sie sind wellig, eben vom Zopf. Und jetzt glätte ich sie mir mal mit einem Glätteisen. Und das Ganze dauert bei mir ja etwas länger. Dazu habe ich euch auch schon mal ein Video gemacht. Deshalb mache ich für euch jetzt einfach mal den Schnelldurchlauf. Ja, das ist immer eine ziemliche Prozedur bei mir, das wisst ihr ja. Wenn es nur immer so schnell gehen würde, das wäre wirklich toll. Hier kämme ich sie mir jetzt einfach nochmal durch und ihr könnt deutlich den Unterschied sehen. Und ja klar, einmal kurz in die Finger geschnipst und beide Seiten sind fertig. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich kämme sie mir dann nochmal gründlich durch. Und jetzt geht es aber gleich los und zwar fahren wir zu den Hüpfburgen, beziehungsweise sind dahin gefahren und ihr könnt schon sehen, also ich habe mir wirklich die größte Mühe gegeben, denn Lissandro liebt es, auf dem Trampolin zu hüpfen und anstatt, dass ich meine Haare mal zusammen mache, ja, habe ich sie natürlich offen gelassen für diese Challenge. Ihr dürft jetzt auch mal lachen, ja. Hier spiele ich mit dem Gianluca, das ist auch sein liebstes Spiel zum Beispiel und auch hier wäre es natürlich besser gewesen, wenn die Haare zusammen gewesen wären. Hier, oh mein Gott, ich hatte so eine Angst, darunter zu rutschen und hier habe ich nochmal was draufgesetzt und zwar bin ich hochgekraxelt, diese steile Wand und es wäre auch hier tatsächlich besser gewesen, die Haare zusammen zu haben. Ich bin mir ständig mit meinen Händen durch die Haare einfach gefahren, weil sie mich gestört haben, aber ich wollte natürlich die Herausforderung zu 100% annehmen. Als wir zu Hause angekommen sind, wollten die Kinder dann auch noch Fußball spielen. Auch hier habe ich natürlich wieder mein Bestes gegeben und der Ball ist zufälligerweise ständig hoch in die Wiese geflogen. Hier habe ich jetzt Blumen im Haar, da bleibe ich auch noch hängen, wie ihr gerade sehen könnt. Und ja, so sehen meine Haare jetzt aus mit Blumen im Haar. Und zu guter Letzt haben meine Kinder wirklich nochmal eine Krone draufgesetzt. Sie wollten noch eine Kissenschlacht machen. Da bin ich wieder. Lustig, oder was ich alles mit meinen Haaren angestellt habe. Also ich habe die Herausforderung wirklich sehr, sehr
ernst genommen und habe alles Mögliche getestet. Ich muss sagen, dass Pantene Pro-V nicht zu viel verspricht. Sie halten tatsächlich, was sie versprechen. Meine Haare sind richtig schön glatt, sie sind seidig, sie glänzen und sie sind überhaupt nicht widerspenstig. Also wirklich ein tolles Produkt aus der Drogerie. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal euer Feedback hinterlassen. Da würde ich mich total freuen. Und ansonsten könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir, meine Lieben. Da würde ich mich wirklich freuen. Und schaut auch sehr, sehr gerne mal bei meinem letzten Video vorbei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!